Willkommen im sechsten Part von Let's Play Black Mirror. Ich muss gerade selbst überlegen, womit ich den letzten Part aufgehört habe. Ich glaube, wir waren im Pub und mit diesem Typen hier, also dem Jungen, haben wir auch schon gesprochen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier in diesen, genau, zum Leihhaus, weil wir dort unseren Film entwickeln können. Aber wir können die Tür nicht anklicken, also wird hier wohl irgendwas sein. Da hängt nämlich ein Schild im Fenster. Verschiedene Kleinigkeiten. Porzellanfiguren, Golduhren, Broschen. Hauptsächlich wertloser Plunder. Dann gucken wir uns doch mal die Tür an. Also wir können sie anklicken, aber nicht aufmachen. Die Tür ist abgeschlossen. Genau, guck dir das Schild an, bitte. Auf dem Schild steht, bin gleich zurück, Murray. Aber wer weiß, ob das nicht schon seit einer Woche da hängt? Gute Frage. Gehen wir nochmal in den Pub. Denn ihr wisst ja, wenn jemand sowas weiß, dann die Leute aus dem Pub. Haben Sie sich's anders überlegt mit dem Essen? Meine Mary kann wunderbar kochen, das kann Ihnen jeder hier bezeugen. Ich glaube Ihnen, ich habe nur im Moment keinen Hunger. Ich würde Ihnen aber gerne ein paar Fragen stellen. Okay, schießen Sie los. Da, Leihhaus. Ich habe ein geschlossenes Leihhaus gefunden. Hat es je auf? Aber sicher, der alte Murray würde seinen Laden nie ohne Grund zumachen. Wahrscheinlich musste er dringend etwas erledigen. Eine Privatangelegenheit vermutlich. Sie mögen ihn nicht besonders. Ihn mag niemand besonders. Jeder weiß, dass er ein alter Halsabschneider ist. Das Einzige, was ihn interessiert, außer seinem alten Trödelladen, ist, Leute über den Tisch zu ziehen. Aber was kann man schon von einem alten Geizhals erwarten? So kommen wir also nicht weiter. Wobei, vielleicht können wir diesen Typen da nochmal fragen hier. Der aussieht, der so ein bisschen aussieht wie Travis aus Silent Hill Origins. Nur ohne Jacke. Hallo, der hat voll die dumme Stimme. Was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie nur etwas fragen. Na gut. Seit wann schulden Sie Harry Geld? Das ist meine Sache, nicht Ihre. Oder wollen Sie es vielleicht für mich bezahlen? Soll ich? Naja, ich habe Ihr Gespräch über den alten Sir William mitgekriegt. Wissen Sie etwas, was für mich von Interesse sein könnte? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mein Gedächtnis lässt nach. Es ist wahrscheinlich der Durst, wissen Sie? Oh, ich verstehe. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich bezahle seine Schulden, dann frage ich ihn nochmal. Sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen geknackt hat, aber ich musste mal eben die Kabel von meinem Headset entwirren. So, wir sollen jetzt also für diesen Knallkopf die Schulden bezahlen. Keine Ahnung, warum Samuel das macht, aber anscheinend hat er es ja, wenn er will. Was darf sein, Sir? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Sicher, fragen Sie schon. Da, Schulden. Wollen Sie es sich mit Toms Schulden nicht anders überlegen? Es ist teilweise meine Schuld, wissen Sie? Das würde ich gerne, aber dann würde er sie nächsten Monat auch nicht bezahlen. Wie heißt es so schön? Wer die Zeche nicht zahlen kann, soll auch nicht trinken. Tja, da ist was Wahres dran. Wir bezahlen sie trotzdem. Ich habe beschlossen, Toms Schulden zu zahlen. Aber warum wollen Sie das machen, Mr. Gordon? Das weiß ich auch nicht. Ich will einfach. Können Sie mir die Summe sagen? Okay, wie Sie wollen. Macht 17 Pfund. In Ordnung. Hier. Tja, ich habe keine Ahnung, was Tom Ihnen versprochen hat. Aber Sie sollten ihm lieber nicht glauben. Das geht Sie nichts an. Also, wie sieht seine Zeche jetzt aus? Alles bezahlt. Gut. Ah, ja, jeden Tag eine gute Tat. Wir sind wie Pfadfinder. Oh, Sie sind's schon wieder. Ja, ich bin's. Ich habe getan, worum Sie gebeten haben. Jetzt sind Sie dran. In Ordnung, ich habe Sie gehört. Ich schätze, Sie haben mir geholfen. Also, was wissen Sie über William? Ich sage Ihnen, was ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger. Ich höre. Es heißt, dass Sir William ab und zu nachts die Kirche besucht hat.
Ist das alles? Was ist so seltsam daran, dass er in die Kirche ging? An sich nichts. Wenn es nicht immer nach Mitternacht gewesen wäre. Oh, das ist tatsächlich seltsam. Das ist gut zu wissen. Fragen Sie nur den Totengräber oder den Pfarrer. Sie haben ihn beide gesehen. Aber erwähnen Sie mich nicht, wenn Sie sie aufsuchen. Die müssen nicht erfahren, dass ich es Ihnen erzählt habe. Aha. Aha, danke. Wir können jetzt aber noch nach Mark fragen. Keine Ahnung, wer das ist. Wobei, das ist doch der Typ, der in dem Brief an Robert erwähnt wird. Und aus Neugierde können wir ihn auch einfach mehr zu sich selbst fragen. Dann machen wir das doch. Leute reden doch gerne über sich selbst. Ich zum Beispiel. Wie geht's denn so? Kann nicht klagen. Setzen Sie sich doch dazu. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Vielleicht ein anderes Mal. Kein Problem. Ich bin's gewohnt, allein zu trinken. Na, das war jetzt mal ein sehr nützliches Gespräch. Ich muss mit Mark sprechen. Sie kennen einander wahrscheinlich. Ja, wir kennen einander schon seit Jahren, aber er ist heute nicht da. Wissen Sie, wo er arbeitet? Ich möchte ihn gerne besuchen. Mark arbeitet nur, wenn es sein muss. Er hat keinen festen Job. Aber versuchen Sie es beim alten Murray oder bei Dr. Herman. Er arbeitet gelegentlich für beide. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt auf der Karte... Ich kann jetzt nicht gehen. ...eine Menge neue Punkte haben, oder auch nicht. Vielleicht können wir nochmal mit dem Barmann sprechen. Mit dem Pförtner hätte ich fast gesagt. Gibt's was Neues, Harry? Nichts Besonderes. Ich komme später wieder. Bis dann, Mr. Gordon. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Dann gehen wir wieder raus. Jetzt können wir nochmal mit dem kleinen Jungen sprechen. Und da vorne ist doch irgendwo ein Angler. Vielleicht kann ich den ausfindig machen. Leihhaus, ah. Vic, hast du Murray heute gesehen? Sein Geschäft ist geschlossen. Was kümmert mich sein Geschäft? Wieso? Hast du Schwierigkeiten mit ihm? Naja... Der alte Mann mag es nicht, wenn ich vor seinem Laden rumhänge. Oder besser gesagt, wenn ich vor seinem Schaufenster rumhänge. Keine Ahnung, was er dagegen hat. Tja, ich glaube, ich weiß es schon. Oh, ich habe gesehen, wie er heute Morgen wegging. Hast du eine Ahnung, wann er zurückkommt? So wie der angezogen war, wollte er in die Stadt. Also kommt er wahrscheinlich vor morgen nicht zurück. Hm, schade. Verdammt! Was war das? Clear! Was ist das hier? Ein Ball? Vic! Ich weiß, dass du das warst und ich weiß, dass du mich hören kannst! Warte nur, bis ich dich erwische! Ich hau dich windelweich! Verdammt, jetzt muss ich dieses Durcheinander aufräumen. Oh. Hm. Ich vermute, dass Vic sich hier eine Weile nicht mehr blicken lässt. Nachvollziehbar wird ich auch nicht. So, jetzt muss hier ja irgendwo... Da, ich sehe schon die Angel. Seht ihr sie auch? Entschuldigung, darf ich Sie sprechen? Aber sicher, junger Mann. Du liebe Güte, was war das denn für ein Ton? Ja, wir können ihn auf Fisch und das Leihhaus ansprechen. Fang mal mit Fisch an, wofür auch immer das gut sein soll. Wie beißen die Fische heute? Heute werde ich einen dicken Fisch angeln. Hoffe ich. Wenn es nur regnen würde. Sie meinen wegen der Fische? Hat schon was angebissen? Gar nichts. Gestern hatte ich mehr Glück. Die Fische sind zu schlau. Sie wollen nicht aus dem Wasser. Nun, das überrascht mich nicht. Mich auch nicht. Mhm. Vorhin hatte ich einen Riesenfisch am Haken, aber in letzter Sekunde ist er mir entwischt. Ich hatte ihn fast an Land gezogen, aber dann ist mir die Leine gerissen. Die Größten und Ältesten sind richtig schlau. Sie schwimmen zum Boden in die Pflanzen und warten, bis die Leine reißt. Warum angeln Sie nicht weiter draußen? Mein altes Boot ist leck. Außerdem mag ich lieber so angeln. Wir führen so viele unsinnige Gespräche in diesem Spiel. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Naja, Leihhaus. Wie geht es Ihnen? Wollen Sie plaudern? Ich möchte Sie etwas fragen. Ich brauche etwas vom Leihhaus am anderen Ufer. Aber es ist geschlossen. Ja, das ist möglich. Haben Sie eine Ahnung, wie Murrays Öffnungszeiten sind? Nein, habe ich nicht. Ist mir auch völlig egal. Viel Glück. Ich muss jetzt gehen. Danke. Hoffentlich fängt es bald an zu regnen. Und noch so ein sinnloses Gespräch. Ah. Naja, können wir jetzt endlich auf die Karte? Ja, Gott sei Dank. So, jetzt können wir auch zur Kirche und fragen, ob der Pfarrer und oder der Totengräber uns was die über William sagen können. Die Pfarrkirche von Wormhill.
Gucken wir doch mal. Haupteingang, Seiteneingang. Ach, fangen wir mit dem Haupteingang an. Aber da unser Mauszeiger keine Tür ist, kommen wir eh nicht rein. Der Haupteingang ist geschlossen. Er wird nur sonntags geöffnet. Ich muss den Seiteneingang benutzen. Naja, gut. Okay, okay. Mein instinktives Handeln wäre richtig gewesen, aber nun ja. Wer traut schon immer seinen Instinkten? Die Kirche ist abgeschlossen. Huch, da ist jemand. Da ist ein Totengräber. Auch ein toller Job, oder? Ich meine, du wirst nie arbeitslos, weil gestorben wird immer. Haben Sie Zeit für ein kurzes Gespräch? Samuel, für mit dir gibt's keine kurzen Gespräche. Labertasche. Und da kommt noch so eine Labertasche hier um die Ecke. Hi, ich habe es nie eilig. Im Gegensatz zu allen anderen hier. Ich bin an der Geschichte dieser Kirche und dieses Friedhofes interessiert. Ich glaube, Sie sind der richtige Ansprechpartner. Vielleicht. Ich arbeite seit vielen Jahren für Pater Frederick. Ich kenne alle Namen auf den Gräbern. Was wollen Sie wissen? Für alle, die es nicht gemerkt haben, der Totengräber hat die Stimme von Doug aus King of Queens. Mhm. Ja, fragen wir ihn. Wir können ihn fragen über die Kirche, den Pastor, sich selbst und nochmal die Kirche. Das ist so ein bisschen unlogisch, vor allem, weil wir doch wegen William hergekommen sind. Aber wir fangen einmal mal links an, ja. Sagen Sie, wie alt ist diese Gemeinde? Niemand weiß das Alter genau. Aber Friedhof und Kirche sind viel älter als alles andere hier. Vor langer Zeit hat man hier Ketzer beerdigt. Oh. Es heißt, dass es unter dem Friedhof ein Tunnelsystem gibt, wo die Seelen der Unschuldigen umherwandern und nach einem Ausgang suchen. Mhm. Wissen Sie, in den Jahren hier habe ich eine Menge gesehen, aber... Zum Beispiel? Tja, es ist lange her. Aber vor einigen Jahren hörte ich etwas wie die Stimme eines Kindes in der Entfernung. Oh mein Gott. Es hat gestöhnt und Verse gesungen. Zuerst dachte ich, es wäre nur Einbildung. Aber dann konnte ich meine Neugierde nicht zähmen. Da bin ich nach draußen gegangen und habe es gesucht. Ich bin der Stimme gefolgt. Aber je näher ich kam, desto leiser wurde die Stimme. Dann bist du vielleicht war es nur ein Kind, gelaufen. Das in der Nähe gespielt hat. Um 2 Uhr früh? Das glaube ich nicht. Außerdem, sehen Sie sich um. Hier sind überall Gräber. Aber das ist lange her. Ich habe keine Ahnung, was es war und ich will es auch nicht wissen. Ich weiß nicht mal, warum ich Ihnen das erzählt habe. Haben Sie die Stimme je wieder gehört? Oder etwas Ähnliches? Ich habe Ihnen schon genug gesagt. Erzählen Sie niemanden davon. Ich möchte nicht wie ein alter Narr dastehen. Und hier oben seht ihr auch wieder Vögel, die um den Turm rumfliegen. Wie im Schloss. Vielleicht sind das auch dieselben, die uns folgen. Das wäre gruselig. Ja, Pater Frederick. Sie haben gesagt, Sie kennen Pater Frederick seit vielen Jahren. Was können Sie mir über ihn erzählen? Pater Frederick ist der gütigste Mann, den ich kenne. Er hat mich als Waise aufgenommen und wie einen Sohn aufgezogen. Dafür werde ich ihm bis ans Ende meines Lebens dankbar sein. Und ich werde hier sein, um ihm zu helfen, solange ich kann. Aber wenn Sie mit ihm reden wollen, werden Sie warten müssen, bis er vom Besuch in der nächsten Grafschaft zurückkommt. Ich verstehe. Danke. Es ist aber auch niemand zu Hause heute. Huch. So, Totengräber. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Gut informiert, der Mann. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke.
So, jetzt können wir ihn noch auf William ansprechen. Endlich, dafür sind wir ja hier. Und wie ihr merkt, ein kurzes Gespräch ist es nicht. Der Samuel ist voll der Lügner. Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger. Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. Sehr liebenswürdig. Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor 6 Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einen dunklen Mantel gehüllt zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Nein, gar nicht. Na gut. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Ja, jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Gute Frage. Und warum ist er mitten in der Nacht durch den Friedhof, über den Friedhof gelaufen? Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Ich hab's geahnt. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Och, Menno. Spielverderber. Ja, jetzt sind wir auch irgendwie nicht wirklich weiter, weil wir kommen hier ja nirgendwo hin. Aber vielleicht können wir uns ja mal den Friedhof angucken. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich aufnehme. Naja. Werde ich gleich sehen. Wenn nicht, muss ich es ein bisschen schneiden. Grabsteine. Die in den Stein eingemeißelten Namen sind nicht mehr lesbar. Was gibt's hier noch? Alter Baum. Der sieht ein bisschen unecht aus. Also ich meine, er ist natürlich auch seine nicht echt, Äste aber... Seine Äste breiten sich traurig über die Gräber aus. Aber auch so irgendwie zu glatt. Zu Williams Grab. So, hier können wir nicht sehen. Hier ist eine Gruft. Eine Familiengruft. Ich weiß nicht einmal, wer darin begraben ist. Nicht. Na gut, William anscheinend nicht. Noch eine Gruft. Da sagt er bestimmt das Gleiche. Das Grab von Jeremy Gordon. Nee, doch nicht Jeremy. Wer immer das war. William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken. Und wenn ich dafür durch die Hölle muss. So, jetzt sehen wir auch, von wann das Spiel spielt. Und zwar 1981. Das würde auch erklären, warum Samuel keinen PC und kein Handy hat. Ich kann jetzt nicht gehen. Ich glaube, wir müssen nochmal mit dem Totengräber sprechen, denn mehr können wir hier ja sonst nicht tun.
Aber das Gute ist, solange Samuel sagt, ich kann noch nicht gehen, wissen wir, dass wir noch an diesem Ort was zu tun haben und irren wenigstens nicht die ganze Zeit dumm rum. Wie ich das bei Grey Matter hatte. Nicht so schön. Darf ich Sie stören? Das ist dann zwar sehr linear, aber es ist für mich einfacher. Auswendig, hin oder her. Nur kurz, ich habe viel zu tun. Nochmal Pater Frederick, okay? Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Windshire hierher. Vor morgen kommt er nicht wieder. Morgen? Ich würde gerne... Sie würden gerne in die Kirche. Aber ich habe schon gesagt, das geht nicht. Jetzt gehen Sie. Das hier muss ich vor Einbruch der Dunkelheit erledigen. Ach, schön. Die Glocken läuten. Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Du solltest um 7 da sein, nicht um 7 Uhr dahin gehen. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann Ach kann ja. ich gehen. Warten Sie einen Moment. Welch freundlicher Sie Kerl. Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann. Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Mark ist irgendwie besser angezogen als Samuel. Traurig. Tja, was in der Kiste ist, erfahrt ihr aber erst im nächsten Teil. Edge!